dir ins Arschloch getreten beim Rudern. Aber eigentlich voll frech, ohne Grund. Ohne Grund, ich lauf die Treppe runter, er dreht sich rum, dreht mir einfach voll ans Arschloch. Voll ans Steißbein, da hab ich seit heute noch Schmerzen. Und einer aus der Gruppe. So, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Das war klar, dass der Tobias so ein richtiger schwuler Bademeister ist. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Fang du an. Bademeister? Bademeister ist geil, Alter. Digga, das ist aber so ein richtige eklige Geier, sag ich. So ein penetrant ist der Tobias. Und es ist so ein Gay-Typ, wenn jemand aus dem Becken springt. Bitte nicht aus dem Becken reinspringen! Hat er recht? Hat er recht? Nee, Tom, meine Filteranlage beim Pool wird so gut, das ist kein Problem. Die Stromanlage schießt Zimmer. Die schießt dein ganzes Geschwips, was so mit rauskommt aus deiner Haut, drückt die wieder weg. Stau in der Rutsche! Wart ihr früher die, oder seid ihr die, die bei einer Rutsche warten, bis es grün wird, oder die direkt bei Rot schon losgasen? Und oben noch Angst machen, so, ich rutsch direkt hinterher und dreht. So einer war ich. Du warst wirklich so ein Wichser. Vorzüglich bist du immer deine Mädels hinterhergerutscht, so ganz dreckig. Ja, ja. Und wolltest du in die Kurve überholen. Und ohne kamen die Mädels ganz eingeschüchtert, kamen zur Antwort, total schockiert von der Welt. In der Schockstarre. Man muss ein Zeichen setzen. Ja, du warst immer der, der gesagt hat, boah, da oben rutsche ich hinterher, als er dann oben gestanden hat. Nee, das kann man nicht machen, das ist so asozial. Boah, Digga, das war aber die beste Zeit, ehrlich. So asozial. Eisenberger Schwimmer war schon geil. Geile Zeit. Nach dem Ding immer nach der Schule aufs Fahrrad ins Bad gewängelt, Alter. Eisenberger Schwimmbad war geil. Vorne schönes Vanilleeis mit Baccio geholt. Boah, Baccio. Und dann waren wir die Chiefs alle vom 10-Meter-Turm, Jungs. Springt ihr auch? So Arsch. Ach, Digga, hätte ich da mal wieder Bock drauf. Springe war geil, ja? Ich will auch gar nicht mehr Schwimmbad, das geht aber keiner mit mir. Ich würde mich gar nicht mehr trauen, glaube ich. Das geht ja keiner mit mir. Aus 10 Meter würdest du mal springen? Ja, gerade runter halt. Früher, überleg mal, was wir da alles gerissen haben. Auerbacher. Ja, haben wir nicht gerissen, hör auf zu lügen. Ey, ich wollte gerade kurz Flanke, Digga, mach kein Auge. Hör auf zu lügen, wir haben keinen Auerbacher gerissen. Aber Arschbombe waren schon drin. Arschbombe waren drin, aber wir haben keinen Auerbacher gerissen. Vor allem, Jungs, so dieser 10 Meter Turm, der hat, was weiß ich, in einer Stunde einmal aufgemacht. Da waren dann, das war ein rundes Becken. Dankeschön, Patrick. Das war ein rundes Becken und da saßen die ganzen Hühner, Digga. Das war krass, wie ja. Auf der Stange, ja. Alter. Einmal komplett außenrum. Und dann musste man glänzen. In einer, zweier, dreier Reihen hinten dran, ne? Und dann standen wir auf dem Zehner und früher war das halt so locker, lässig. Das Spätzle schön in die Nike-Hose eingerollt, ne? Dann hast du oben Anlauf genommen, das durfte man nicht. Bist losgesprungen, das heißt immer die alte Bademeisterin. Ja, die hat schon ja. Im Flug, hat die schon gedrillert, gell? Brrr. Junger Mann, kommen Sie raus! Und man hat immer versucht, so nah wie möglich an den Beckenrand zu springen. Eigentlich auch krank aus 10 dumm, Meter. Ja, richtig dumm, ne? Und dass man kurz vor den Mädels eine Arschbombe macht. Und dann taucht man auf wie das Superhero, Digga. Das waren Zeiten. Und dann gab es die erste Verwarnung, der erste Finger. Wir sind oft geflogen, aber war geil. Dass man so schön nass macht, die, ja. Die Mädels. Oh, der Weiß hat mich so nass gespritzt. Die ist gestorben im März leider, die alte Bademeisterin. Oh fuck. Die war Legende. Oha, krass. Ruhe in Frieden. Ich sag, die kontrolliert von oben weiterhin, Digga. Kontrolliert sie weiter den Laden. Oh, ich werd rutschige hier bei dem Draft. Das war alles zu gut, hat die jetzt die Leute zusammengebügelt. Ich werd rutschige beim Draften. Und ich weiß ja noch, wie oft mir drauf reingefallen ist. Was ist wie oft, aber einmal, als sie die D-Mark angeklebt haben am Freischwimmerbecken oben. Und jeder wollte immer die D-Mark-Scheine, ja. Die D-Mark-Münze aufheben. Später D-Mark, haben sie es dann. Digga, alle noch, wir haben noch ja. D-Mark-Zeiten. Ja. Dann ist der Altbademeister hin herausgekommen und hat gespritzt. Also mit Wasser. Man weiß es nicht. Oh Gott, alles Zeite. Die ja. Mädels im Strudel begrapscht. Hei. Schön war's früher. Schön war's. Ich habe gerade die D-Mark aufgehoben, die geklebt war mit einem 189er. Ja, ich bin mal immer wieder geil, Alter. Und immer die Milk-Eis geholt. Ja. Oben am Kiosk. Ja. Und die Minigolfanlage. Digga, mein Cousin. Real Talk, ne? Minigolfanlage. War immer heiß begehrt, so während der Schwimmbadzeit einfach mal runde Minigolf spiele. War einfach irre, ne? Besser war aber beim Fußball, Ober Tischtennis und sowas. Ja, genau. Das war besser. Aber ab und zu. Rundlauf. Ich war mit meinem Cousin mal dort. Hab Minigolf gespielt, da war ich. Minimilk und Senderschock. Da war ich richtig klein, Digga. Noch die Milchzähne, ne? Da gab's eine Bahn, die werde ich nie vergessen, die Bahn Nummer 6.
da musste man draufschlagen wie ein Arschloch, dass der Ball über so einen Hügel fliegt und dann direkt hinten ins Netz, so zwei, drei Meter weiter. Ich stand nebendran, mein Cousin holt aus und wichst mir mit dem Golfschläger alle Zähne vorne aus. Ach, alle Milchzähne. Da waren die Milchzähne, aber vielleicht war das auch schon was. Alle Milchzähne auf einen Schlag rausgekoffert. Bam! Das hat geklatscht damals. Du warst früher ein arroganter Wichser im Schwimmbad. Ich weiß noch, mit mir war es halt nicht so viel zu tun gehabt. Ist ja dumm, wir waren immer. Nein. Am Ende noch die Zeit mit. Natürlich auch. Am Anfang war ich. Wurde ich gemobbt von dir. Dein Maul jetzt. Doch, da warst du so ein 31er und bist dann lieber mit dem Ding gegangen. Kevin Stüber. Thomas, Daniel. Daniel Stüber, mit dem hatte ich ja gar nichts zu tun. Thomas. Mit dem bist du gegangen, hast dann angerufen, du Wichser. Ich hab daheim versauert im Lauf. Bin mit Matthias Bissels dann hochgehen musste. Ist einfach so. Ja, ich hab euch immer gesehen, wenn der vorne reingelaufen sei. Was ich als 31er am Schwimmbad, dass ich mich halt sitzen lasse. Alles halt Maul, mach am jetzt Ende dann, hier. Wo du gemerkt hast, okay. Mach jetzt nicht den hier. Als es gegen den Erkut gang. Boah, das waren Zeiten, Digga. Die können wir gerne alle erzählen. Jungs, das war zu wild. Aber gut, die Schwimmbad-Stories kennt bestimmt jeder. Wilde Zeit haben wir da. Als es gegen die 34-jährige Erkuts und Hassans gegangen ist, die uns da oben zusammen gewichst haben. Immer Schlägerei gehabt im Schwimmbad, Jungs. Immer. Immer. Und wisst ihr warum? Jetzt ist halt ehrlich so gewesen. Hab euch eigentlich auch nie zusammen gesehen. Simon war immer mit Matthias zusammen da. Maul. Ja, ihr habt die Vorhaut vielleicht getauft und Rahmen habt ihr gesucht. Jungs, wir haben immer... Strudel für eine Brille. Es gab immer, Jungs, wirklich immer Auseinandersetzungen. Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass ich jetzt wieder Nazi bin? Also gegen die Türken. Muss man so sagen. Muss man schon so sagen, Digga. Also jetzt ohne... Jetzt, gut, es hätten wahrscheinlich auch keine Türken sein müssen, sondern es waren einfach immer die Gruppe gewesen und wir waren halt die Gruppe gewesen. Ja, ne? Und die Gruppe waren halt die Türken, aber jetzt nicht böse gemeint. Ne? Und die wollten uns immer herausfordern zum Fußball, Digga, weil es gab nur zwei Tore und ein kleines Feld. Und die haben immer verloren gegen uns. Und ihr könnt euch... Ich finde, das bringt die gewisse Nationalität auch mit von denen, Jungs, jetzt ohne böse gemeint. Ne? Ehrgeiz. Die können aber nicht verlieren. Ja. Und immer wenn wir verloren haben, ist danach immer Ausschreitungen gewesen. Gab immer Kassala danach. Immer Kassala. Ja, immer, dass dann irgendeinem der Rucksack weggeschmissen wurde und sowas. Ne? Oder einfach direkt der Faust gedrückt. War immer. Und einer hat sein Mann immer gestanden. Und das war Jens Hummel. Ja. Der hat einen der Einzige, der aus der Runde. Wir sind wie kleine Bube weg, weil wir mal Schiss hatten. Die waren ja schon 10 Jahre älter gefühlt. Ja, die hatten einen Bart, da haben wir nicht mal einen Bart, die hatten wir nicht mal Sackhaare. Und einer aus unserer Gruppe hat sich rumgedreht. Und ist Kopf an Kopf gegen die Gang und wir sind weggelaufen. Digga, hat doch den Kopf geschüttelt. Der, haben doch gesagt, oh, wie kann er jetzt? Der Erkut hat doch dir ins Arschloch gedreht beim Rudern. aber eigentlich voll frech, ohne Grund. Ohne Grund, ich lauf die Treppe runter, er dreht sich rum, dreht mir einfach voll ans Arschloch. Voll ans Steißbein, da hab ich seit heute noch Schmerze. Und einer aus der Gruppe sagt, das lassen wir uns nicht gefallen, dreht rum, steht. Zu denen alle. Der Typ. Erkut, 34, Erkut, vermöbelt Simons Arschloch 16. Der Anna, 16, steht Kopf an Kopf mit dem, geht keinen Schritt zurück und wir laufen runter. Oh, wie kann man das jetzt nur, voll asozial. Es war eigentlich wirklich assi, dass wir den haben hängen lassen. Also, was ist hängen lassen, danach ist es so danach, ne? Aber der hat seinen Mann gestanden, Digga, Aber der Erkut hatte aber auch ans Arschloch gedacht. Da hab ich die Aktion mit Jens und Erkut immer noch voll dran erinnern. Der war doch nicht mehr dabei, wo kann der jetzt dran erinnern? Der war doch auch mal im Schwimmbad. Der war auch immer im Schwimmbad ein Rames. Der war halt noch ein kleiner Pup, den man nie wollten, aber... Die konnten einfach nie verlieren. Die haben immer verloren. Die musste mal eine Bombe geschluckt. Boah, ich muss sagen, Schlägerei hat man wenig. Ich hab nur eine Bombe mal heimtückisch gekriegt. Jungs, wir waren am Sportplatz. Nee, ich glaube, ich hab... Doch, eine. Eine hab ich auch mal geschluckt. Aber es war eine richtige Bombe, aber frontale Bombe, Digga. Da bin ich auch umgegangen. Gegen wen war das? In der Schule. Aber damals hat Böse war da. Böse hat mich damals gesaved. Ist er noch da im Chat? Wisst ihr, wir waren auf dem Sportplatz gewesen, immer gekickt. Und ich habe irgendjemand die Brille runtergeschossen. Ne? Und da hat der besagte Kollege, der war eh so ein bisschen wild, gesagt, so, er tragt es jetzt im 1 gegen 1 aus. Und ich hatte den dann so in so einem Karate-Griff. Da war noch deine Judo-Zeit. Ja, oder und er hatte keine Chance. Ich hatte ihn so im Griff. Und Timo hat noch lächerlich gemacht, Socke in den Mund, mit dem Handy. Das war damals noch Sony Ericsson, was weiß ich, gefilmt. Und wir stehen auf. Ich lauf weg und ich sehe den nur von hinten anfliegen und gibt mir eine Bombe aufs Auge. Und dann sind wir bei dir, bei deinen Eltern, die haben eine Feier oder gefeiert, noch vorbei. Ich hatte so einen Blinker, Alter. Wie die Ampel hab ich geplunke. Das war wirklich zu krass. Das war brutal. Aber er hat sich entschuldigt, der Kollege. Das war brutale Bombe aufs Auge. Ach Gott. Wann machst du die 30? Ich werde die durchziehen, Jungs. Aber wir sind ja nicht dieses Wochenende qualifiziert. Wenn sie ein bisschen
Wir qualifizieren uns noch, ich schwör's euch. Es gibt eine Weekend-League, ich zieh durch noch. Hast du keine zurückgedrückt? Der ist ja immer abgehauen. Ja, das weiß ich. Der ist ja immer direkt weg, Jungs. Wenn er verloren hat, der ist immer direkt abgehauen. Der hat eine Bombe verteilt und ist dann... Ah, der war brutal schnell, ja. Ne? Bombe und ist direkt weggerannt. Der ist auch noch auf diesem Fußballspiel drauf. Jungs, ich hab vorhin ein Fußballspiel gefunden von früher. Da haben wir gegen Grünstadt, was haben die früher gespielt? Auch Landesliga, ja. So ein Testspiel gemacht, ne? Oh Gott, war ich schlecht. Oh mein Gott, war ich schlecht, Alter. Ich war grottenschlecht, Alter. Grottenschlecht. Ich hab eine gedrückt bekommen, Digga, wegen dem Mädel. Aber gute Bombe. Aber Böse war da, Digga. Böse war da. Böse, Jungs, das wisst ihr wirklich nicht, aber Böse war früher der übertriebenste Hauptschulboxer. Simon. Ihr wisst ja, wie er boxen kann am Boxautomat. Böse war ein krasser. Simon, auch mal welche verteilt, wen? Ich hab wirklich... Ich weiß nur, dass es ging mal irgendwas, war doch mal da ohne die Ausschreitung mit deinem Vater oder sowas, dass ich mal einem so einen Drehkick in die Fratze gebollert habe. Dem hab ich einen richtigen Drehkick. Aber sonst nie, Jungs, ich hab mich wirklich nie geprügelt sonst. Aber dem hab ich auch 3-4 Bombe verpasst, Alter. War gut, war gut. Das war, glaube ich, die einzige Schlägerei, die wir aber so hatten. Ich hatte sonst noch nie eine Schlägerei, Jungs. Und ist auch gut so. Ja. Weil man kann immer sagen, ey, nee, Hopp muss nicht sein. Und gibt mal lieber nach, bevor man so eine sich da prügelt. Dann ist man danach auch nicht cool, Jungs. Ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres. Keine Ahnung, wenn du so welche Rede hörst, so ein paar Halbstarke, die dann sagen, Alter, hab ich dem auf die Fresse gehauen und den haben wir da platt gemacht und den haben wir da umgeboxt und dem hab ich super auf die Nase gegeben, Alter, da hat alles gekracht. Ich bin der Krasseste, ich bin der Coolste. Das ist peinlich, sowas, Jungs. Aber Timo lebt sich alles gut, Jungs, ne? Ja, alles gut. Fahrt und Taleb, das waren auch Zeiten. Die Wichser haben ja meine Schwester ins Auto einfach das mal so einen scheiß Traubensaft ins Dach reingeschüttet. Ist von der Schwester das Auto ausgeliehen und die kippen Traubensaft da rein. Das ganze Auto war verbappt. Ganz ehrlich, es tut mir noch heute leid für meine Schwester. Stell dir mal vor, du würdest jetzt deiner Schwester dein Auto leihen und es kommt zurück komplett verklebt mit Traubensaft. Ja. Erzählt mal die Geschichte mit Timos Vater. Ne, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das war. Wir sind ja beide wieder in unseren Heimatverein gewechselt. Und da war jetzt immer so, die sind dann nach Karlsberg gewechselt, die anderen. Das waren halt so Karlsberg, Ebertsheim war halt so komplett immer so diese Duelle. Ja, man muss ne? sagen, so ein paar Ebertsheimer, ja. Wichser, Arschlöcher sind ja da hingewechselt. Ne? Genau, ja. Und irgendwie konnten die halt, die haben ja, glaube ich, halt ordentlich über den Tisch gezogen. Und irgendwie war es so, dass dann vor dem Derby oder sowas, ja. gab es dann in diesem Bistro, wo immer alle gehockt haben, war irgendwie das dein Vater. Das war, glaube ich, am 3. Oktober sogar, glaube ich. Kann sein. Und da wurde irgendwie zu deinem Vater dann gesagt, ah, morgen breche ich deinem Sohn die Beine. So war es. Die haben gesagt, er hat zu meinem Vater gesagt, er soll dafür sorgen, dass ich morgen nicht spiele. Und da hat mein Vater gesagt, so spinnst du, wenn der spielen will, dann spielt er. Der spielt halt nur noch so ein bisschen aus Just for Fun. Und dann hat der Typ im Suff meinen Vater weggestummt und hat ihm so von hinten einen Gong gegeben. Und dann kam nur die Antwort, Simon, komm schnell her, komm schnell her. Das weiß ich aber noch, Digga, da bin ich von Mannheim, da hatte ich schon meinen 1er BMW, Digga. Du hast mich eingeladen, ne? Ich bin mit 270, 50, keine Ahnung, über die Autobahn geballert. Ne? Also, mein Cousin hat mir dann geschrieben, dass da halt was war, aber die Situation geklärt ist. Ich so, scheißegal. Ich hatte meinen Schlafanzug noch an. Bin im Schlafanzug raus aus dem Haus, runtergesprintet, ins Auto. Ich hab, glaub ich, auch schon gepennt halber. Hab Simon unterwegs angerufen, hab gesagt, Simon, zieh dich an. Es gibt jetzt wirklich eine Keilerei, da kommen wir nicht drum rum, ne? Simon ist runtergekommen, ich hab Simon abgeholt, wir sind dorthin gefahren. Ich hab das Auto nicht geparkt, das Auto ist noch gelaufen, also das ist einfach noch so gerollt. Ich bin aus dem Auto rausgesprungen und da stand der Trainer dort, Digga. Und ich bin direkt im Sprint direkt draufgerannt und hab dem direkte Bombe verpasst. Und dann ist es halt komplett eskaliert. Und dann weiß ich noch, wie wir meinen Vater heimgemacht haben. Wichserle! Wichserle! Dann hab ich ihm wirklich richtig Kassala gegeben, aber richtig Bombe verteilt. Und auf einmal, ich wurde dann halt von gefühlt 15 Männern zurückgehalten. Jeder so brüchig, T-Shirt zerrisse, alles. Auf einmal sehe ich, Simon hat noch eine Auseinandersetzung auch mit dem Trainer, weil der konnte doch einfach nicht aufhören. Der konnte nicht, ne? Auf einmal sehe ich nur, wie Simon zum Drehkick ausholt, putz, dem an den Kopf gekickt und dann ist es komplett eskaliert. Das war wirklich das einzige Mal, wo wir irgendwas hatten. Das war wirklich das einzige Mal. Und da habe ich nur die Ehre meiner Familie verteidigt. Ansonsten immer, obwohl... Ah gut, einmal war ich noch beim Fußball, wo ich ohne in einem Gang halber mit dem Franco zermöbelt wurde. Oh. Allein, das ist aber auch asozial. Ja. Da haben wir auch nach irgendeinem, ich glaube, VT Frankenthal oder sowas war das, sind wir die Treppe runtergegangen und die haben nur gewartet und dann eingeschlagen. Und dem haben sie ja richtig an den Kopf geballert, ja. Alter. Die haben zu 10 dem auf den Kopf eingetreten, aber naja. Das war wirklich so das Einzige, wo es mal richtig eskaliert ist. Aber das musste sein. Ja, Markus Radler, wenn es ja klar, wenn es gegen die Familie geht, ne? Nee, El Flacco, die waren mehr, die waren in der Überzahl, aber... Ich war halt getriggert ohne Ehre. Also, bei meinen Trigger. Bei mir ist es so.
Ich hab so einen richtig krasse, wie soll ich sagen, so einen Beschützerinstinkt, wenn es gegen die Familie oder Freunde geht. Ihr würdet mich nicht mehr kennen. Da gibt's bei mir einen Schall, da kann ich aber auch nichts dazu. Der legt sich um und dann sehe ich nur noch rot, Digga. Ich sehe nur noch rot. Da kann. Du bist eher leicht triggerbar, ja, auch beim Autofahren. Ja, da kann eine Armee dastehen, Digga. Bei mir geht ein Schalter um und dann können da 25 Mann stehen. Ich würde da reinrennen. Total behindert, aber ich kann nichts dagegen machen. Wenn sowas ist, Familie oder Freunde, geht bei mir das Schalter um und dann gib ihm, Digga. Dann kann mich nichts mehr halten. Und direkt das hier. Mach doch du auf. Ja, mach du. Was auch krass war, ich habe damals mit in der A-Jugend, das war noch A-Jugend Regionalliga Waldhof, hatten wir gegen Pfullendorf gespielt. Nicht Pfullendorf. Villinge-Schwenninge war's. Unser Aufstiegsspiel. Gut, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, Digga. Aufstiegsspiel in die Bundesliga. Und das war so ein krasses Spiel, ne? So, das war von der Waldhof Ultras, da hat man schon gehört, die haben sich verabredet, die kommen zum Unterstützen. Villinge und Schwenninge haben damals, also Villinge, Schwenninge und Waldhof haben zusammen in der Regionalliga Rico gespielt. Renner, Villingen, Bro. Villingen, Bro, auch in der ersten Liga. Das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. So, das Spiel ist angelaufen, ne? Auf einmal kam eine Polizeieskorte und auf einmal kamen drei Waldhofbusse voll mit Waldhof Mannheim Ultras und haben einfach so eine geile Stimmung gemacht. Bengalos, Attacke, getrommelt und dann ist das Spiel so eskaliert. Dann hat irgendwie in der 80. Minute hat von der Villinger, also die Polizei hat dann die Waldhof-Fans auf die Tribüne und so eingeschleust. Ne? Also das war für A-Jugend, das war damals da überall in den Zeitungen so richtig eingekesselt, ne? dass die nichts mehr machen konnten. Ne? Und aha, so treu war. War das bei der Rico Renner? Doch, der hat mitgespielt. Und das war dann so, ein Villinger hat das Tor gemacht, so irgendwann zwischen 70. und 80. Villinger war da aufgestiegen. Kranker Tag. Und ein Villinger rennt zu den Waldhof Ultras vor die Tribüne, macht den hier und macht den. Ne? Auf einmal aus dem Waldhof-Block, Glasflasche geflogen, total eskaliert, ne? Komplett eskaliert. Dann haben wir noch kurz vor knapp den Ausgleich gemacht. Da gab es Nachspielzeit und in der 98. Minute macht unser Torwart ein riesen Bock und wir sind deswegen dann aufgestiegen damals, Alter. Und das war dann so eskaliert, dass noch mehr Polizei kam, ne? Noch mehr Polizei. Und die sind sogar die Polizisten auf die Eltern los mit Schlagstock und so, weil es komplett eskaliert war. Absolut geistesgestörtes Spiel, Digga. Krasseste Spiel, was ich jemals hatte in meinem ganzen Leben. Damals waren 2000 Zuschauer oder so. Krank. Hab ich aber gefühlt. Na. Oh. 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 Oh, es geht klar. Oh. Auch Rio geht klar, oder? Oh. Optimus Prime wäre besser gewesen. Ja, das stimmt.